Ora ti farò ascoltare un racconto attraverso il quale potrai migliorare la tua pronuncia e imparare nuove frasi. Ascolta tutto il racconto senza la traduzione, ma solo con i sottotitoli in tedesco, e dopo ti tradurrò in italiano ogni singola frase. Buon ascolto. Im Frühling bunte Blumen pflücken, im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen, im Herbst durch die bunten Blätter toben, im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder, es donnert und blitzt. Ein Gewitter oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Das ist das Wetter. Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Ohne sie können wir nicht überleben. Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft und das Wasser. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. Das ist unser Wetter. Ora che hai ascoltato tutto il dialogo, come ho detto all'inizio, ti farò ascoltare ogni singola frase che verrà ripetuta due volte. Prima però di ogni frase ti darò sia la traduzione del significato che la traduzione letterale. Quest'ultima è importante per capire come si costruisce una frase in tedesco. Ad esempio, se io voglio dire in tedesco Mark ha fatto un grosso errore, la frase va costruita in questo modo. Mark ha un grosso errore fatto. Mark hat einen großen Fehler gemacht. Quindi, oltre ad imparare nuove frasi in tedesco e a migliorare la pronuncia ascoltandole almeno due volte, potrai anche osservare come si costruisce una frase in tedesco attraverso la traduzione letterale. Inoltre, dopo aver guardato questo filmato, ti suggerisco di guardare altri due miei video, attraverso i quali apprenderai le regole per costruire la frase affermativa e la frase interrogativa. Questi due video sono il 110 e il 117, quindi cerca tedesco facile cancelletto 110 la costruzione della frase affermativa e l'altro tedesco facile cancelletto 117 la costruzione della frase interrogativa. In primavera si raccolgono i fiori colorati. Im Frühling bunte Blumen pflücken. Im Frühling bunte Blumen pflücken. In estate si gioca in spiaggia sotto il sole caldo. Si costruiscono castelli e si gioca in acqua con gli spruzzi. In estate, nel caldo sole, in spiaggia giocare. Costruisci castelli, in acqua spruzzare. Im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen. Im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen.
In autunno il vento soffia forte attraverso le foglie colorate. In autunno, attraverso le colorate foglie, soffiare forte. Im Herbst durch die bunten Blätter toben. Im Herbst durch die bunten Blätter toben. In inverno si va in slitta e si può costruire un pupazzo di neve. E non dovrebbe mancare una battaglia a colpi di neve. In inverno slittare è un pupazzo di neve costruire. Anche una neve palla battaglia dovrebbe non mancare. Im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Piove, grandina, c'è una tempesta, nevica. La nebbia si muove sopra i campi. Esso piove, esso grandina, esso tempesta, esso nevica. Nebbia muove sopra i campi. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder. Esso tuona e fulmina, un temporale. O il sole nevica e esso è piacevolmente caldo. Tuona e fulmina, c'è un temporale, oppure c'è il sole e nevica, quindi il tempo è piacevolmente caldo. Es donnert und blitzt, ein Gewitter. Oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Es donnert und blitzt, ein Gewitter. Oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Questo è il tempo. Tutto questo che vi ho descritto è il tempo. Das ist das Wetter. Das ist das Wetter. Ma cosa esattamente è il tempo in realtà? Ma in realtà, esattamente, cos'è il tempo? Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Il lessico dice a tal proposito, tempo è un breve periodo stato di atmosfera sulla terrestre superficie in un determinato luogo a un determinato momento. Si dice a tal proposito che il tempo è uno stato dell'atmosfera di breve durata sulla superficie terrestre in un determinato luogo e a un determinato momento. Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. L'atmosfera, questa è il guscio di aria, la terra circonda. E l'atmosfera? Questa è il guscio d'aria che circonda la Terra. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Senza lei possiamo noi non sopravvivere. Senza l'atmosfera noi non possiamo sopravvivere. Ohne sie können wir nicht überleben. Ohne sie können wir nicht überleben. Quando noi dalla atmosfera a nostra terra guardiamo, vediamo noi l'atmosfera come una blu striscia al nostro pianeta attorno. Se noi potessimo guardare la Terra dallo spazio, vedremmo la nostra atmosfera, che è come una striscia blu attorno al nostro pianeta. Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum.
Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum. Questo inferno ha molte importanti funzioni per noi. Questo mantello infernale ha molte funzioni importanti per noi. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Lei protegge la Terra, ad esempio, da raffreddamento o riscaldamento. Ad esempio, protegge la nostra Terra dal raffreddamento o dal riscaldamento. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Lei protegge gli esseri viventi, quindi umani, animali e piante, da pericolose radiazioni dallo spazio. Essa protegge gli esseri viventi, quindi noi umani, gli animali e le piante, dalle pericolose radiazioni dello spazio. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Lei immagazzina per noi l'ossigeno, che noi a respirare avere bisogno. L'atmosfera immagazzina per noi l'ossigeno, di cui abbiamo bisogno per poter respirare. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. E lei influenza i fenomeni meteo di nostro pianeta. E essa influenza i fenomeni meteo del nostro pianeta. Und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. Und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. L'atmosfera fa tempo così soltanto possibile. Lei influenza la Terra, i solari raggi, l'aria e l'acqua. È l'atmosfera quindi che rende possibile, che forma il tempo meteorologico. Essa influenza la Terra, i raggi solari, l'aria e l'acqua. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft. Und das Wasser. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft und das Wasser. Sole, terra, aria e acqua fanno così assieme dentro l'atmosfera il tempo. Quindi il sole, la terra, l'aria e l'acqua assieme all'interno dell'atmosfera formano il tempo. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Poiché il sole, la terra, l'aria e l'acqua in modo diverso, con forza riscalda, cambia se stesso il tempo, sempre di continuo. Poiché il sole, la terra, l'aria e l'acqua interagiscono tra di loro sempre in modo diverso, il tempo cambia di continuo. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. Così si formano il vento, le nuvole, la pioggia, il caldo, il freddo, la neve, la grandine e i temporali. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. Questo è il nostro tempo meteorologico. Das ist unser Wetter. Das ist unser Wetter.
Im Frühling bunte Blumen pflücken, im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen, im Herbst durch die bunten Blätter toben, im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder, es donnert und blitzt. Ein Gewitter. Oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Das ist das Wetter. Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Ohne sie können wir nicht überleben. Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen, und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft und das Wasser. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. Das ist unser Wetter. Im Frühling bunte Blumen pflücken, im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen, im Herbst durch die bunten Blätter toben, im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder, es donnert und blitzt. Ein Gewitter. Oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Das ist das Wetter. Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Ohne sie können wir nicht überleben. Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft und das Wasser. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. Das ist unser Wetter.